Porsche ist ja aus meiner Sicht coolster Marke. Hier Autos zu gestalten, das ist jeden Tag ein Traum. Also jetzt wollten wir in der Tat was ganz Neues mal ausprobieren und sowas habe ich noch nie gemacht. Also tatsächlich ist das Projekt aus der Mannschaft herausgekommen. Und dann ist es innerhalb von kürzester Zeit bei uns im Innovationsboard gelandet. Fanden das wirklich cool. Das macht eben auch Porsche und unsere Kultur aus. Wir sind Pioniere, wir wagen uns auch mal in neue Terrains vor und wir gehen damit enorm viel Herzblut dran. Also ich würde heute einen Taycan Cross Turismo zeichnen und zwar in der Kombination mit dem 911. Die Idee ist, dass wir diese NFT-Technologie nutzen, um ein Bild unseres Designers Peter Varga zu digitalisieren und dann auf einer Plattform zu versteigern. Das ist auch für die Marke das erste Mal, dass wir eine Designskizze veröffentlichen. Jede Skizze ist in der Tat ein Unikat, weil du kannst das nicht exakt wiederholen. NFT passt deswegen sehr gut zu unseren Kunden, weil wir sehr viele Sammler haben. Gleichzeitig spricht es aber auch neue Kundengruppen an. Und vor allem, weil im Hintergrund ja die Idee ist, egal wie hoch diese Summe ist, letztendlich zu spenden. So, mein Job ist gemacht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was dabei rauskommt.